Good morning, this is WoundX. We don't want to die in hospital. Bonjour, monsieur, dame, c'est les femmes et les œufs. On ne veut pas mourir à l'hôpital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Ich werde von einem angeblichen Rechtsanwalt aus Solingen-Gräfrath verklagt. Eine unschöne Situation, der Mann schuldet mir auch noch ein Arbeitszeugnis. Der hat mich vor dem Arbeitsgericht vertreten und dann widerrechtlich geschmissen. Ich bekomme deshalb keine bezahlte Arbeit. Bei der Klage geht es um eine angeblich erbrachte Beratungsleistung zum Thema Patientenverfügung. Was der Mann machen wollte, er wollte mich vollkommen illegal in eine Vorsorgevollmacht hineinschwatzen. Deshalb informiere ich mich über den Themenbereich Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Ich lese dazu aus dem Buch Patientenverfügung der Verbraucherzentrale NRW und ich bin angekommen, nachdem ich über die Bestätigung der Vollmacht durch Dritte gelesen habe, bei Inhalt der nach außen wirksamen Vollmacht. Und ich habe mich entschieden, einen Teil nicht zu lesen, nämlich in Sichtgeschäfte wird hier wieder falsch geschrieben. Und bei dem, was hier steht, kriege ich ehrlich gesagt das Kotzen. Ich habe auch kein Verständnis dafür, wenn sowas so aufgeschrieben wird. Es ist einfach nur grob falsch und es wird schon grob falsch geschrieben. Das steht im Gesetz ganz anders. Das ist auch der Hinweis darauf, dass die Klausel dann nicht wirksam ist. Wenn man absichtlich sowas grob falsch schreibt, ist die gesamte Klausel unwirksam, unter Umständen sogar die gesamte Vollmacht. Wenn das mit mutwilliger oder böswilliger Absicht geschieht, mir wird schlecht bei sowas, vor allem wenn die Verbraucherzentrale NRW sowas rausgibt. Das andere Buch von der Verbraucherzentrale NRW war nicht besser. Inhalt der nach außen wirksamen Vollmacht. Das Ganze gliedert sich in Unterkapitel Vertretung in Gesundheitsangelegenheiten, schwerwiegende medizinische Eingriffe und Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen, Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht, freiheitsentziehende und beschränkende Maßnahmen, in Sichtgeschäfte mutwillig falsch geschrieben mit zwei dicken Rechtschreibfehlern, die offensichtlich sind und eine Menge Schwachsinn in dem Unterkapitel lese ich nicht vor, schreibe ich mir auch dabei, habe ich nicht vorgelesen. Geltung der Vollmacht über den Tod hinaus, Bankenvollmacht und andere Sonderfälle, Vollmacht für die digitale Welt, Sorgerechtsverfügung für Kinder und dann kommt Inhalt der Vereinbarung mit dem Bevollmächtigten, da geht es wahrscheinlich um das sogenannte Innenverhältnis. So. Inhalt der nach außen wirksamen Vollmacht. Ich lese wahrscheinlich nur den Teil bis Vertretung in Gesundheitsangelegenheiten vor. Da sind zwei Tipps. Es ist ein relativ kurzer Abschnitt. Inhalt der nach außen wirksamen Vollmacht. Ihre Vorsorgevollmacht sollte nach außen möglichst umfassend und uneingeschränkt gelten. Daher erteilen Sie am besten eine allgemeine Vollmacht zur Vertretung in allen finanziellen, rechtlichen und persönlichen Angelegenheiten. Sie können zusätzlich die Ihnen wichtigen Bereiche auflisten, zum Beispiel
Mietverhältnis, Bank, Immobilienverwaltung, Haushaltsauflösung. Das sollten Sie aber als Beispiel kennzeichnen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass Nichtbenanntes nicht von der Vollmacht erfasst wird. Tipp: Spezielle Anweisungen wie beispielsweise zur Art und Weise, wie Ihr Vermögen verwaltet werden soll oder welche Wünsche und Vorstellungen Sie zu Ihrer Pflege im Krankheitsfall haben, sollten Sie in einer gesonderten Vereinbarung zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigtem im Innenverhältnis festlegen. Da wird auf die Seite 62 verwiesen. Das ist das, was ich gesagt habe, Inhalt der Vereinbarung mit dem Bevollmächtigten. Das ist das nächste Kapitel. Sie sollten außerdem dem Bevollmächtigten gestatten, eine weitere Präzision für die Erledigung einzelner Aufgaben, zum Beispiel bestimmte Einträge bei Behörden Sie sollten außerdem dem Bevollmächtigten gestatten, eine weiteren Person für die Erledigung einzelner Aufgaben, zum Beispiel bestimmte Anträge bei Behörden stellen, eine Untervollmacht erteilen zu dürfen. Das kann die Arbeit in der Praxis sehr erleichtern. Zusätzlich sollten Sie klarstellen, dass Ihre Vollmacht eine gesetzliche Betreuung ersetzen soll. Zur Sicherheit können Sie auch noch in einem Satz einfügen, wer im Fall einer gesetzlichen Betreuung Ihr Betreuer sein soll. Das kann Ihr Bevollmächtigter, aber auch eine andere Person sein. Einige Bereiche müssen jedoch ausdrücklich in der Vollmacht genannt werden, wenn der Bevollmächtigte hier tätig werden soll. Tipp: Ab Herbst 2018 sollen Ehepartner auch ohne Vollmacht füreinander über medizinische Eingriffe entscheiden können. Nur wenn in einem Schriftstück dieser Regelung widersprochen wird oder in der Vollmacht eine andere Person ausdrücklich mit dem Aufgaben der Gesundheitssorge beauftragt wird, greift diese neue Regel nicht. Über die Regel wird schon lange diskutiert. Ich glaube nicht, dass die im Herbst kommt. So, nächster Abschnitt ist Vertretung in Gesundheitsangelegenheiten. Lese ich heute Nachmittag oder Abend vor. Tschüss.